Wie kann ich als Anleger erfolgreich investieren? Angesichts von immer noch niedrigen Zinsen, hoher Inflation und weiteren Herausforderungen, Steuern und Abgaben, ist es durchaus eine Herausforderung, Geld allein bei der Bank in Form von Tagesgeld oder Festgeld anzulegen, reicht nicht mehr. Was kann ich also tun? Erstens, Sie brauchen eine gesunde Risikostreuung. Risikostreuung weltweit gesehen und Risikostreuung über Anlageklassen hinweg, also in Aktien, Anleihen, Gold und Immobilien. Zweitens, Sie sollten Ihre Ziele im Blick haben. Angesichts der Herausforderung ist es heute schon ein anspruchsvolles Ziel, das Kapital nominal zu erhalten, einen Inflationsausgleich zu schaffen und darüber hinaus noch einen kleinen Schnaps mehr zu verdienen. Drittens, setzen Sie auf Qualität. Investieren Sie so, als wenn Sie Ihr Haus bauen würden. Sie nehmen ja auch die besten Materialien, die besten Hersteller, die beste Qualität. So sollten Sie auch an der Börse agieren. Setzen Sie auch da auf erstklassige Firmen, gute Schuldner bei den Anleihen, Gold und Immobilienaktien, die auch entsprechend hochwertig sind. Viertens, das Risiko muss sich lohnen. Gehen Sie nur Risiken ein, bei denen Sie auch tatsächlich wissen, dass Sie die Risiken auch entsprechend bezahlt werden. Wenn die Risikoprämien hoch sind und die Aktienkurse bzw. die Kurse niedrig, dann lohnt es sich entsprechend zu investieren und entsprechend abzuwägen, ob Sie das investieren können. Fünftens, bleiben Sie geduldig. Die Zeit ist Ihr Freund und wirkt für Sie. Warren Buffett, der Altmeister an der Börse, hat mal gesagt, wenn du nicht vorhast, eine Aktie 10 Jahre zu halten, dann solltest du sie auch nicht 10 Minuten haben wollen. Und genauso ist es an der Börse. Bewahren Sie Ruhe und investieren Sie langfristig. Am Ende zahlt es sich aus. Und dann setzen Sie auf den Prozess der kleinen Schritte. Viele kleine Verbesserungen werden den Erfolg mit sich bringen. Wir überprüfen jeden kleinen Schritt, jedes Investment, jede Entscheidung immer wieder. Und mit der Erfahrung von über 30 Jahren können wir immer wieder bessere und erfolgreiche Entscheidungen für Sie treffen. Am Ende, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen, dann stehen folgende Schritte vor uns. Erstens, wir finden gemeinsam die richtige Anlagestrategie für Sie. Zweitens, Sie delegieren Ihre Entscheidung auf Credo als Ihren Vermögensverwalter und wir berichten anschließend und regelmäßig über unsere Erfolge, über die Ergebnisse und über das, was wir im vergangenen Zeitraum für Sie erreicht haben. Alles in allem ein Prozess, auf den Sie sich bei uns verlassen können. Am Ende begeben wir uns auf eine gemeinsame Reise an den Kapitalmärkten, um hier erfolgreich zu agieren. Sie delegieren Ihre Anlageentscheidung auf uns als Credo, als Ihren Vermögensverwalter. Wir finden für Sie gemeinsam die richtige Anlagestrategie, ob wir mehr oder weniger Risiko dort einsetzen. Und schließlich berichten wir regelmäßig über unsere Ergebnisse, über das, was wir gemacht haben und wie wir die Kapitalmärkte einschätzen und das, was wir noch zu tun beabsichtigen. In diesem Sinne wollen wir gemeinsam mit Ihnen erfolgreich an den Kapitalmärkten bestehen und erfolgreich agieren.